Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lacht, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten, ein Witz mit einem ganz besonderen Gesprächspartner. Es ist unser Lachbotschafter René Trafnicek. Hallo Heiko, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja. Wir treffen uns heute in Neu-Isenburg im Rhein-Main-Gebiet und du bist heute bei der Lesetour von Verona Poth dabei gewesen. Vielleicht mal ganz kurz, wie hast du das empfunden und wie ist es dazu gekommen, dass du das Ganze begleitest? Es kam dazu, dass Veronas Manager mich angerufen hat. Er hat mich bei einem Warm-up gesehen. Ich mache ja für viele TV-Shows das Warm-up und halt die Leute vor und während den Shows. Und da hat er mich erlebt, hat gemeint, das ist ein lustiger Kerl. Ich glaube, der könnte wunderbar mit Verona als Sidekick auf der Bühne stehen. Das heißt, ich lese immer Kapitel aus ihrem Buch vor und wir spielen uns die Bälle so hin und her. Und das funktioniert wunderbar. Und Verona ist an der Stelle auch bemerkt, einfach ein wunderbarer und sehr lustiger Mensch. Ja. Du machst das Warm-up für viele Shows, hast du eben schon gesagt. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben. Was sind das für Shows? Wo bist du da dabei? Also es sind so im Jahr 200 Sendungen und mit dabei ist Let's Dance, Wer wird Millionär, Deutschland sucht den Superstar, alle möglichen Quizshows mit Jörg Pilawa, alles was Luke Mockridge macht, Faisal Kawusi und ach Gott, das ist so viel Zeugs, aber das waren schon mal so ein paar Let's Dance, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Das sind so diese Formate, die ich eigentlich jedes Jahr betreue. Kannst du dich da bei diesen ganzen Shows auch an ein besonderes Highlight der letzten Jahre erinnern oder ist mal irgendwas schiefgegangen, wo du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Ja, bei mir ist was ganz derbe schiefgegangen. Und zwar, es war eine Zeit, an der Herr Lambi bei Let's Dance, der hat nie groß Punkte vergeben. Und dann habe ich großspurig im Warm-up gesagt, an dem Tag, wo Herr Lambi 9 Punkte vergibt, werde ich meine Hose runterziehen und in Boxershorts eine kleine Steppnummer machen. Ich habe immer Steppschuhe beim Warm-up dabei, so als kleine Animation. Und der Sack gibt 9 Punkte. Und das Publikum rastet aus und alle fragen sich, warum rastet der so aus? Warum rastet das Publikum so aus? Und das Problem war aber, nicht, dass ich die Hose runterziehen musste. Damit hatte ich kein Problem. Ich hatte die schlimmste Boxershot meines Lebens an, war damals noch Single. Und ich ziehe die Hose runter, bewege mich, stepp dazu. Die Leute johlen und ich denke so, naja, so toll sieht es jetzt auch nicht aus. Guck runter und alles schlackert so. Das war so der Glöckner von Notre Dame. Die Leute lagen am Boden und ich musste danach erklären, warum ich diese lausige Boxershot an hatte. Wirklich die schlimmste im Schrank. Das ist so das Peinlichste. Sehr schön. Wir unterstützen ja hilfsbedürftige Kinder, spenden an den Verein Herzenssache e.V. Du als unser Lachbotschafter von Bad Kreuznach-Lacht bist dann natürlich prädestiniert, diese Frage zu beantworten. Als Familienvater liegen dir ja solche Projekte für Kinder auch sehr am Herzen, oder? Definitiv. Also man kennt es ja schon, wenn es den eigenen Kindern nicht gut geht und sei es, dass sie nur Bauchschmerzen haben, dass sie eine Erkältung haben, dann frage ich schon meine Frau am Telefon, wenn ich nicht zu Hause bin, wie geht es den Kindern? Und jetzt rede ich ja gerade von der Erkältung. Aber es gibt Kindern, denen geht es viel, viel schlechter. Die haben Krankheiten, die man eben mal nicht kurz mit dem Medikament heilen kann, die ganz viel Betreuung brauchen, ganz viel Liebe und Zuwendung. Da spielt eben auch Geld eine wichtige Rolle. Und da sind solche Institutionen, wie ihr das macht, mit Bad Kreuznach-Lacht, natürlich ein Baustein, der ganz, ganz wichtig ist in der Gesellschaft. Und einfach schön, dass es solche Aktionen gibt, weil damit kann Kindern natürlich ganz toll geholfen werden. René Trafnicek, vielen Dank und natürlich hätten wir gerne von dir zum Abschluss noch einen Witz gehört. Vielleicht einen Lieblingswitz. Ja, muss der jugendfrei sein? Der kann in alle Richtungen gehen, ganz egal. Gut, zwei sehr, sehr gute Freunde gehen in der Wüste spazieren, laufen da so, auf einmal kommt eine Klapperschlange vorbei und beißt dem einen von den Freunden, leider Gottes, in sein bestes Stück. Und der eine Freund sagt, oh mein Gott, bleib hier stehen, du darfst dich nicht bewegen, ne, das Blut zirkuliert, bleib hier stehen, ich gehe zu einem Arzt und frag, wie ich dir helfen kann. Geht der Freund zum Arzt und sagt, mein Freund, der steht da gerade in der Wüste, der wurde von einer Klapperschlange in sein bestes Stück gebissen, was muss ich machen? Dann sagt der Arzt ganz klar, es gibt nur eins, das Schlangengift muss ausgesaugt werden. Dann sagt er, okay, geht er zurück und der Kumpel, der da in der Wüste wartet, fragt so, und was sollen wir machen, was passiert? Dann sagt er so, ja, du wirst sterben. Ich hätte sonst noch einen, wenn du den rausschneiden willst. Soll ich noch einen unverfänglichen? Ja, erzähl doch noch einen. Okay. Wir hören auch gerne mehrere. Dann hau ich noch einen hinterher rauf. Vielleicht müsst ihr den wirklich, muss der raus. Ein Vampir kommt in eine Polizeikontrolle und dann fragt der Polizist den Vampir, und haben Sie was getrunken? Dann sagt der Vampir, ja, 2 Radler. Sehr schön. So. Wieder mal Witze, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Also wieder mal absolut super. Dankeschön für das tolle Interview, René Trafnicek, und dir weiter alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns dann mal bei einem unserer nächsten Events. Sehr gerne. Vielen Dank, Heiko, und toll, dass du diese Aktion so unterstützt. Und wir danken natürlich nicht nur René Trafnicek, sondern auch all unseren weiteren Unterstützern.